Grüezi miteinander, Geschenke machen, Wünsche erfüllen, Hutzli backen, eine schöne Zeit vor dem Festtag, wo je nachdem sie können es wahrscheinlich recht hektisch können werden. Das muss nicht sein, darum zeigen wir Ihnen in den nächsten Wochen hier im Mittwochstudio wieder eine ganze Reihe von Geschenksideen, festlichen Rezeptvorschlägen, lohnende Einkaufstipps, damit Sie in aller Ruhe und frühzeitig Ihre Vorbereitungen können treffen können. Die Spielsachen sind natürlich auch auf die Weihnacht wieder die grosse Aktualität. Und Frau Schmid, wissen Sie schon, was Sie Ihren Kind werden schenken? Nein, im Moment weiss ich es noch nicht. Gestern ist aber gerade der Prospekt von Coop gekommen. Den werde ich dann noch genau anschauen. Schon wegen dem Wettbewerb, der drin ist. Und auf was schauen Sie, wenn Sie Spielsachen kaufen? Ja, es muss den Kindern gefallen. Es darf ihnen nicht so schnell verleiden. Der Preis muss stimmen. Und die Sicherheit muss auch gewährleistet sein. Die Sicherheit, die jetzt gerade angesprochen worden ist, ist für uns in der Warenbeschaffung ganz ein wichtiger Punkt. Alle Spielwaren bei Coop entsprechen bezüglich Material und Zusammensetzung den gesetzlichen Vorschriften und Empfehlungen. Und für die elektrisch betriebenen Spielsachen haben wir unter anderem Batterien ohne Quecksilber oder solche, die man mit einem Ladegerät bis 1000 Mal aufladen kann. Im Übrigen kaufen wir sehr preisbewusst ein und schauen, dass immer das Neueste dabei ist. Sie sehen, unschlagbar die Spielsachen vom Coop. Ein echter Falltreffer. Grüezi miteinander. Die Weihnachtszeit ohne Guetzli ist für viele Anwege nur schwer vorstellbar. Wir vom Mittwochstudio-Team haben darum probiert, mit der Folge übrigens, bei den Weihnachtsguetzli durch das Variieren der Zutaten den Zucker- und Fettanteil zu verkleinern. Und wir haben auch anders anstatt immer nur das übliche Weissmehl genommen. Für die Pfaffenhütli zum Beispiel tue ich Anken, Rohzucker und Eier schaumig rühren. Dazu gebe ich Rauchmehl, eine Prise Salz und Zitronenschale. Nach dem Verarbeiten muss der Teig etwa 1-2 Stunden im Kühlschrank ruben. Ich habe darum einen vorbereitet und einen 3 mm dick ausgewählt. Ich stiche Plätzchen von 5-6 cm Durchmesser aus, gebe in die Mitte ein bisschen Aprikosen-Gomfi-Light und forme so die Pfaffenhütchen. Bevor sie in den Ofen kommen, werden sie natürlich noch mit ein bisschen Eigelb bestrichen, damit es schön glänzt. Weitere Ideen für traditionelle Weihnachtsgutzli, die vielleicht einmal etwas anders gemacht werden, finden Sie in der Coop-Zeitung. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Schweizer Raclette-Käse am Stück für nur 15 Franken pro Kilo. Spargelspitze in der Dose für nur 1,90. Zwei Pakete Cambly-Brätzli für nur 4 Franken. Und 200 Gramm Nescafé Gold Deluxe oder Finesse, 2 Franken günstiger für nur 11,95. Dazu kommen Sie jetzt alles besonders günstig über, was der Sammy Klaus für einen gut gefüllten Sack braucht. Auf Wiedersehen!